Danke, ich begrüße euch recht herzlich hier zu einer weiteren Let's Play zu MyFreeZoo und habe ich mich vor ein paar Minuten ganz einfach normal eingeloggt ins Spiel, wollte hier wieder meine Tiere füttern, versorgen und so weiter und so fort und habe gesehen, aha, da stehst du kurz von Level Up, könntest du ja mal wieder ein Video raushauen zur Abwechslung zu MyFreeZoo und auch dann gleich verbunden mit dem Level Up. Ja, und deswegen mache ich das jetzt hier und das müsste sich doch ausgehen. Wenn ich jetzt doch nicht schaffe, dann werde ich das Video nie rausbringen und das war ein schöner Fail. Aber ein bisschen was habe ich hier noch aufgehoben, wo es Epic gibt und dann steige ich tatsächlich wieder ein Level auf. Und wie man auch sieht, auch dem Ziel 300.000 Zoo-Dollar komme ich auch einen großen Schritt näher. Also ich habe jetzt ja, nur noch rund 60.000, die mir schlussendlich dann fehlen und mein Ziel ist dann tatsächlich auch im nächsten Part von MyFreeZoo dann tatsächlich auch, oh, Level Up, dann auch den Zoo auszubauen. Und wenn ich diese 300.000 Zoo-Dollar dann hoffentlich zusammengekratzt habe. Ja, und zwar bringt mir dieser Level Up auf Level 27 folgendes. Neben 3.500 Zoo-Dollar und ein Moon Weiß gibt es ab jetzt Dschungelgehege, Mittel, Behausung, Felsen und ein Flusssteinweg WC Royal Gelb. Oh, da bin ich hier gespannt, wie viel Diamanten man dafür ausgeben muss. Einen mexikanischen Kaktus, den Tuckern, Sonnenblumenrot. Dann geht's weiter, was haben wir noch? Bananenbaum, Pfeilgiftfrosch. Sehr geil. Amazonasfarn, nicht Farm, Farn. Zehnertapete, Amazonas, kleiner Urwaldsee. Ein umgekippten Baum. Okay. Eine Salzpfanne, Muskatnussbaum, der interessanterweise noch nicht geladen hat, dir das Bild super duper. Ein gefrorenen Wasserfall, sehr geil, und eine Flaschenpost. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das vielleicht auch gleich hier an. Und eben eine neue Aufgabe, und zwar entlasse einen erwachsenen Flamingo in die Freiheit. Die gibt 3000 Zoo-Dollar, 10 Diamanten, geil, und 2000 EP. Ich habe aber nicht mal einen Flamingo. Jetzt brauche ich nur noch einen Flamingo. Ja, knapp 69.000 EP zum nächsten Level. Und jetzt der Blick Flamingo. Ich habe keine Ahnung. Übrigens, eine Suche wäre hier auch mal geil, wo man direkt ganz einfach hier eintippen kann und nicht hier quasi ewig herumsuchen muss. Okay, wo ist denn der Flamingo? Hier ist er 70.000. Da immerhin 2 Dollar. Aber da werde ich mir natürlich den Zoo vorher ausbauen und dann werde ich mir vielleicht tatsächlich hier einen Flamingo kaufen. Aber bis dahin vergehen eh schon wieder Monate. Gut, ansonsten Tuckern, okay, der kostet tatsächlich leider Diamanten. Das ist ein bisschen blöd, aber war so in etwa dann auch zu erwarten. Dann Pfeilgiftfrosch, 175.000 Zoo-Dollar. Den werde ich auch so schnell nicht sehen wahrscheinlich. Und dann, was habe ich hier alles neu? Guck mal hier auch noch rein. Und zwar habe ich hier ja den umgekippten Baum, kostet 6 Diamanten. Und der bringt in den Waldgehege stellen zusätzlich 12% Erfahrungspunkte für das Spielen. Der Bonus wird noch einmal verdoppelt, wenn du das Spielgerät ausfüllst. War das ja gar nicht mehr so schlecht. Kaufe ich mir vielleicht dann tatsächlich mal. 6 Diamanten geht noch. Behausung, Felsen, 12 Diamanten. Erhöht die Zuchtchance im Gehege dauerhaft um 10%. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, die Salzpfanne 125.000. Danke, nein. Und die Flaschenpost. Okay, ist vom Prinzip her das gleiche, nur für Wassergehege anscheinend, 10% zusätzliche EP. 60.000, ja, Muskatnussbaum, genau, 8 Diamanten. Dschungelgehege platzierbar und gefrorener Wasserfall. Du erhältst 50% zusätzliche Erfahrungspunkte für das Spielen. Der Bonus wird nochmal verdoppelt, wenn du das Spielgerät aufholst. 50%, das ist eine krasse Sache. Aber ich habe leider noch nicht mal ein Eisgehege. Muss ich mir vorher auch noch kaufen. Aber das ist schon ein großes, ziemlich gut. 25 Diamanten dafür aber auch. Aber das geht ja fast noch hier. Ansonsten, jetzt bin ich gespannt. Wo ist das WC Royal? 3500 Zoo-Dollar. Was hier, das kaufe ich mir ganz einfach jetzt. Das geht noch, kostet nicht allzu viel. 2 Dollar kann ich mir leisten. Nur habe ich keinen Platz, wo ich es hinstelle. Wo stellen wir mein königliches WC hin? Ja, ich muss ein bisschen Platz schaffen, glaube ich, jetzt tatsächlich. Okay, alles klar. Wo schaffe ich Platz? Also, minderwertiges WC-Natur-Standard. WC-Standard-Natur. Weiche. Jetzt kommt ein Deluxe-Paket hier rein. Und auch da klatschen wir alles einfach mal irgendwo hin. Auch der Bambus muss irgendwo seinen neuen Platz finden. Und ein kalter Leuchter, ja, großartig. Leuchte mich da hinten. So.
WC Royal. Zack, ich würde es aber gerne noch ein bisschen nachdrehen. Ja, genau. Ah, oh, perfekt. Das WC ist auch ziemlich gut platziert hier. Da kann man nicht mal nicht hier rangehen, so jetzt geht's besser. Sehr schön. Also, das kann man sich ja durchaus mal gönnen hier, so ein WC. Würde mich interessieren, wie viele WCs ich in meinem Zoo hier stehen habe. Das dürften ja ohnehin mehr als genügend sein, aber na gut. Warum denn nicht? So. Also, auf jeden Fall läuft's tatsächlich einigermaßen, würde ich mal sagen, geht nicht so schlecht voran hier. Und wie gesagt, nächsten Part, ich weiß nicht, wann er rauskommt. Ich glaube, ich hau ihn erst raus, tatsächlich, wenn ich 300.000 Zoo-Dollar zusammengekratzt habe, so dass ich dann tatsächlich eben ja mir einen Zoo ausbauen kann. Dann werde ich definitiv, ich denke mal, Flamingos kaufen, diese Quest erfüllen. Hier habe ich ja auch noch eine Quest. Beherberge 20 verschiedene Tierarten, aber das geht dann ja in Kombination und das dauert noch ein bisschen. Und hier hätte ich eben noch, baue ein mittleres Grasgehege und zwei Kamele ist das Problem, weil die kosten, glaube ich, Diamanten. Und hier zwei Kobras ist auch ein Problem. Die sind auch viel zu teuer und ansonsten habe ich die Aufgaben hier ja erfüllt. Ansonsten könnte ich vielleicht mal gucken, ob ich mir bei den Kartenteilen irgendetwas freischalten könnte, denn da kommt ja auch immer mal ein bisschen was zusammen. Stufe 4, 5 dürfte wahrscheinlich hier nichts sein, wo ich schon alle Teile habe. Nee, natürlich nicht. Das wäre natürlich zu geil. Stufe 3 auch nicht. Okay, dann kommen wir Stufe 2. Blätterkaktus, Rotblüte. Lösen wir es doch ganz einfach mal ein. Und holen wir uns den hier. Dann die Tanne Winter könnte ich mir doch ganz einfach auch holen. Warum denn nicht? Und gut, 3 Tapete Amazonas bringt mir glaube ich nichts mehr, da kann ich ja nirgends wo platzieren. Und ist ansonsten noch irgendwas einigermaßen was wert, was ich platzieren könnte? Ein Futterdruck fürs Grasland, das ist ja schön, das bringt ja ein bisschen was. Und habe ich hier noch was? Kamel, das wäre ziemlich geil, aber ja, fehlt noch ein Teil hier. Ingwerpflanze habe ich glaube ich auch noch nicht in meinem Zoo stehen. Warum nicht? Und was war hier ein vertrockneter Baum? Wo ist denn da hin? Okay, Kaffeestand. Können wir uns jetzt auch noch? Ne, Quatsch, da fehlt ja ein Teil. So, hier ist er, der vertrocknete Baum. Oh krass, das sieht auch richtig geil aus. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal kurz mal gucken hier. Kamel, wie viel das tatsächlich kostet im Shoppingcenter. Kamel, Kamel, Kamel. Ja, 10 Diamanten. Ich wusste es, Diamanten kostet es, genau. So, jetzt allerdings. Oh, das sieht richtig geil aus. Aber ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich muss hier irgendwo Platz schaffen. Gut, Ingwerpflanze. Ja, toll. Kein passendes Gehege. Danke dafür. Was bräuchte ich? Ein Dschungelgehege. Nein, danke. Für nichts freigeschaltet. Aber Futterdruck. Guten Appetit, Liebe. Wo schmeiße ich es hin? Zebras. Dann mache ich jetzt ein bisschen Platz, würde ich sagen. Um immerhin mal meinen vertrockneten Baum ein neues Plätzchen. Ah, den muss ich tatsächlich in Gehege stellen. Oh, geile Sache. Das sieht ja immer nicht so schlecht aus. Dann die Tanne Winter findet hier sein Plätzchen und der Blätterkaktus neben anderen Blätterkaktus. Hier habe ich noch ein Mohnweiß. Alles irgendwie ohne Prinzip dahinter irgendwo reingeklatscht. Aber was soll's. Und ansonsten kann ich mir noch irgendwelche spezielle Teile hier freischalten, das war es mehr oder weniger von dem, was sich wirklich lohnt, glaube ich. Aber die kann man ja glücklicherweise auch tauschen, übrigens am Rande gesagt, und da werde ich mir vielleicht ein paar tauschen, die ich hier brauchen könnte. Und Stufe 1, ja, könnte ich was freischalten, aber das möchte ich nicht mal wirklich, weil was mache ich? Das sieht cool aus. Zaun Royal Teil. Aber was mache ich mit meinem 35. Bankholz einfach rot? Also, das brauche ich auch nicht mehr wirklich. Aber Zaun kann ich ihn platzieren. Boah, da geht irgendwo hin. Sinnlos hierher. Sieht so schön aus. Gut, das war's auch schon wieder mit diesem Video hier. Wie gesagt, nächstes Video dann hoffentlich endlich ausgebaut, mein Zoo. Dann ist wieder Platz. Dann geht's wieder richtig ab. Oder auch nicht, egal. Wie immer gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch ein schönes Wochenende oder wenn ihr das Video auch seht. Und bis zum nächsten Video. Ciao.